place in Hillsong. Also Werner, du siehst, wenn du willst, dann geht's. Aber hock dich das nächste Jahr von Anfang an auf den Hosenboden. Na? Wen haben wir denn da? Die Radke, Bettina. Weiter so, Bettina. Kann ich stolz auf dich sein. Tja. Und jetzt noch der Zander-Willi. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Du bist der Einzige, der es nicht geschafft hat. Aber das geht doch gar nicht. Ich meine, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Helga, schnell, wir haben verschlafen. Ich muss ja gleich weg. Was ist denn los? Jetzt bist du ja in aller Frühe schon auf 180. Scheiß Experimente. Also ausgerechnet heute muss mir das passieren. Sonst, wenn ich es mir schon mal leisten könnte, verschlafe ich nie. Schau, Willi, eine Woche noch und dann hast du es überstanden. Ja, 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 das habe ich mir letzte Woche auch gesagt. Ihr hättet den Schülern eben nicht noch mal nachgeben dürfen. Ja, langsam glaube ich es auch. Du, aber nach der Woche Schluss, werden wieder andere Seiten aufgezogen. Also tschüss dann, bis heute Abend, ja. Nicht mal einen Kuss hast du für mich! Tasche noch vergessen. Sein Film. Wegen den 10 Minuten.
Da brauchen Sie sich doch nicht so zu bekümmern. Sie haben doch noch das halbe Leben vor sich, junger Mann. Na, Sie haben gut reden. Ich bin schließlich Lehrer. Ja, dann erklären Sie Ihrem Herrn Direktor, dass die Straßenbahn Verspätung hatte. Das wird Ihnen der Herr Direktor doch glauben. Der Herr Direktor schon. Aber es hat doch alles mal auf die spätere Hitlerjugend zugeführt, also dass sie da mal reinkommen. Wir können gleich aufhören zu quaseln, der Zander kommt doch sowieso nicht. Der hat wahrscheinlich viel zu viel Schiss, heute mal zu kommen. Aber hey, Mund halten, wenn Erwachsene reden. Und jetzt das hat ja noch gar nichts mit Krieg zu tun gehabt. Das noch nicht. Ja, am Anfang hat es ja auch keiner gemerkt. Ja, am Anfang, aber später muss man es ja irgendwann mal merken, oder? Ja, aber was wollen sie denn dann machen, wenn sie es später gemerkt haben? Ja, aussteigen, ganz einfach. Also ich wäre ausgestiegen. Ja, aber klar, ja, schau mal her, wenn die anderen alle zum Beispiel bei der Hitlerjugend sind und du rockst daheim und so, und dann lachen sie sich aus, weil sie nicht in der Hitlerjugend drin bist. Also eine Organisation, wenn es die jetzt geben würde, du würdest auch hingehen. Also ich glaube nicht, weil ich weiß nicht, ich würde da genau das Gegenteil machen. Ja, wollt ihr den Kleinen jetzt gleich mitmachen oder gleich rausgehen? Jedenfalls nervt ihr. Wir machen eine sichere Geschichte. Ja, ihr sicher. Ja klar, Krieg! Oh, Verschonung. Ach komm, der Zander hat doch auch gesagt, dass die meisten Leute, die den Hitler gewählt haben, überhaupt keinen Krieg wollten. Ja, und warum hat uns dann der kluge Römerzander nicht gesagt, warum die meisten dann den Krieg mitgemacht haben? Die hätten doch den Hitler allein den Krieg machen lassen sollen. Im Duell oder so. Bum, bum. Kann er ja gar nicht erklären, er hat gar keine Ahnung. Und deswegen traut er sich ja auch nicht hierher. Ja, der Fall. Herr Unertl, was machen Sie denn da? Ja, ich weiß auch nicht, Herr Direktor. Sie waren ja nicht da, Herr Direktor Zander. Und da habe ich mir gedacht, es ist so unordentlich darunter gehängt. Und da habe ich mir gedacht, dass, wenn der Herr Direktor kommt, dass Ihnen das gegen den Strich geht, da, wenn das so runterhängt. Und da habe ich dann halt in eigener Kompetenz das da selber befestigt. Ordnungsfanatiker. Du spinnst, ja. Bitte, es gibt ja gar die nicht. Die wollten auch keinen Mann, oder? Ich finde scheiße, wenn wir alle durcheinander reden. Warum bist du hier? Ja, was ist, sag halt. Ja, schau doch mal die Herrscher an. Oder die Könige, die haben doch immer toll gelebt. Das Volk hat immer bloß den Krieg gemacht. Ja, eben. Denk doch bloß an die Römer. Oh, lass mich bloß mit den Römern in Ruhe. Bei denen war doch sowieso alles anders. Deswegen haben wir doch hinten angefangen. Stimmt, da ist halt jetzt sein Job nicht geerbt. Ja. Die Leute haben ja gewählt. Guten Morgen. Na, also. Das finde ich ja prima, dass ihr schon ohne mich angefangen habt. Woran knabbern wir denn gerade? Hm? Ja, haben Sie uns gar nichts zu sagen. Was? Sie trudeln hier eine halbe Stunde zu spät ein und tun so, wie gar nichts wäre. Also 15 Minuten sind bitteschön keine halbe Stunde. Ja, ist es nichts? 17 Minuten und 37 Sekunden, genau. Es tut mir ja leid. Also, das war wohl ein Defekt bei den Verkehrsbetrieben. Ja. Ja, der Bus ließ auf sich warten. Kam einfach nicht. Also bitte, ja? Also sowas muss man schon mit einberechnen, Herr Zander. So kommen wir in Geschichte nie weiter. Der Projektor ist schon aufgebaut. Ja, wofür? Ja, für die Propagandafilme, Herr Zander. Ich dachte, das war doch nicht für heute anberaumt. Ich glaube, mein Ohrwurm kichert. Mensch, das haben wir doch ausgemacht. Also, ich hatte so viel Arbeit. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich hab's sozusagen einfach vergessen. Ist doch
eher als bestimmt hier. Ich gehe jetzt. Aber bitte. Du bleibst da. Bleib ich eben da. Das wollen sie doch gerade, dass wir heimgehen, du Hirni. Ja, und was machen wir jetzt? Ach ja, sie sollten uns doch eh noch die Geschichten von den Familien erzählen, die mit den Hitler überhaupt nichts an Hut hatten und ihn dann trotzdem gewählt haben. Ja, Kinder, das ist ja ganz nett, so eine Idee. Hat er bestimmt auch nicht gemacht, der Penner. Aber den Lauf der Geschichte kann man wirklich nicht derartig aus seiner historischen Bedingtheit herauslösen, wie ihr euch das vorstellt. Dann gute Nacht, Freunde. Um die Ereignisse von 1933 richtig einzuordnen, müssen wir wesentlich früher ansetzen. Bei den Römern? In gewisser Weise ja. Das ist jedenfalls eine sehr interessante Fragestellung. Ach, Sie wollen sich doch bloß über Ihre schlechte Vorbereitung hinwegmogeln. Also, das geht nun zu weit, so war das nicht besprochen. Dann müssen wir eben das Ganze abbrechen. Jetzt halten Sie sich nicht an unsere Abmachung. Also gut. Ihr wollt Geschichten über NSDAP-Wähler? Und ich weiß keine. Was nun? Ja, Sie sind doch Lehrer, Ihnen wird doch wohl was einfallen. Ah, bis zum nächsten Mal. Filme und Geschichten, das hat doch keinen Sinn so. Mensch, ey, ich hab doch gleich gesagt, ich gehe jetzt. Unterricht nach 5 Minuten abgebrochen. So ein Penner. Das ist eine geile Idee. Bio. Hey, komm, sie holen den Wartke und machen Bio. Ja. Wir haben eine Viertelstunde, wir eilen uns. Genau. 17 Minuten. Ey, wir haben eh 2 Stunden. Hey, schau mal nach den Eiern. So ein Heckmeck. Das ist echt too much. Hey, zum neuen Lehrerzimmer geht doch da lang! Hey, Frau Radke, wir haben gerade alle unheimlich Bock auf Bio. Das wollte ich. Aber ihr habt doch sicher jetzt gerade Unterricht. Ach, das haben wir abgebrochen. Hat's nicht gebracht? Ach so, das habt ihr abgebrochen. Mhm. Ja, was ist jetzt? Haben Sie jetzt Zeit oder nicht? Ja, ihr wollt jetzt mit mir Unterricht machen? Ja, klar. Was denn sonst? Sicher. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Ach was, Frau Radke, das schaffen Sie schon. Ja, und außerdem muss ich diese Hefte noch für die 7D korrigieren. Ja, dafür ist ja wohl der Nachmittag da. Ja, genau, da haben Sie recht. Mensch, verfluchte Scheiße, es muss doch gehen. Es ist doch 38 Grad, Mann. Frag mich auch. Wird so und so nichts. Und die Hände haben noch kein Haar gesehen. Mann, dann machen wir halt mal jetzt auf. Dann sehen wir ja, wie weit es ist. Hey, hat's dich! Hey, du spinnst wohl, dann glotzt uns ein halbfertiges Küken ins Gesicht, oder was? Geht. Also, meine Mutter hat gesagt, wenn ich zu Hause so weit ist, dürfen wir alle zuschauen. Ach so, du meinst, wenn eure Katze ihre Jungen kriegt? Ja, glaubst du denn, dass wir alle Platz haben bei euch? Ja, irgendwie wird schon gehen. Was? Euer Wohnzimmer? Ja, es geht schon. Hey, Frau Radke, da tut sich ja noch gar nichts. Wie lange dauert denn das noch? Ja. Aha. Frau Kollegin, darf ich mal durch? Vertreibe ich Sie auch nicht, Herr Direktor. Aber im Gegenteil, Frau Kollegin, man soll auch der Neugier der Schüler keine Grenzen setzen.
überhaupt, Mann, lass mich in Ruhe. Denn dein Paradies ist mir zu süß. Stacheldraht am Rosenbeet. Ich brauche weißen Beton, schwarze Milch und ihre toten Kinder beim letzten Gebet. Denn ich hab Coca-Cola im Blut, Maggi im Gehirn, Ketchup im Herz und ein Brett vor der Stirn. Ich hab Coca-Cola im Blut, Maggi im Gehirn, Ketchup im Herz und ein Brett vor der Stirn. Schule, aber ganz schnell. Nächste Woche schaffen die das doch nicht. Sieben A, 8:10 Uhr, kein Schüler weit und breit. Ich schau mal bei dir an. Das will auch schlüpfen. Das ist ein Flügel, oder was? Mhm, der Schnabel, das wollen wir. Das
hängt mitten da drüben eine. Jetzt kommt der Kanzler zum Besuch. Das ist der Schatz süß aus. Wie sieht das aus? Jetzt sind sie beide weg. Jetzt bin ich beide. Die vom Markt, da hat sie nur eins gerührt. Das bin jetzt auch woanders. Ich bin auf dem Ei. Das ist süß. Ich will die nicht mehr lang, nicht so lang brauchen. Mal die zwei Pennen. Hey Sascha, das ist süß da. Ja, echt. Wie schnell geht das? Das geht aus. Ah, das ist da hinten das fette Spind. Das ist draußen. Ey, jetzt ist es. Das hat sich geschafft. Erstmal erholen von der ganzen Frau. Hey, schon mal an wie nackt. Hallo, habt ihr was? Sicher, Vögel. Ah, spinnst du, da frisst doch der Wurm das Küken. Ach Gott. Ja genau, was sprechen wir eigentlich? Also ich gehe Vogelfutter kaufen. Ich sehe euch hier nachher, ja? Oh. Ich schau mich kleine an. Schau mal den roten Arsch an. Der Herr Bastian kommt wohl heute überhaupt nicht mehr aus dem Bett raus, oder wie? Mhm. Er hat schon gefrühstückt. Was ist denn da kaputt? Wandertag, oder wie? Ach, Quatsch. Also dann tschüss, Leute, ich geh schon mal. Und wohin, bitte? Ja, dreimal darfst du raten. Ist der krank, oder wie? Das geht schon seit Tagen so mit dem. Ich möchte wissen, wo der die Laune morgens hernimmt. Das möchte ich auch gern wissen. Heinz, bitte. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich werde mich dann melden, wenn ich was weiß. Was ist denn da los? Du rufst dann an. Ja. Danke, Schule. Einen Augenblick bitte, kleinen Moment. Ist ja in Ordnung, Meister. Geht ja in Ordnung. Zusammen. Die Ursachen für das Erstarken des Nationalsozialismus lassen sich in historische, politische, wirtschaftliche und soziale einteilen. Und ich kläre das gleich nochmal. Unter den historischen Ursachen verstehen wir die in der Geschichte begründeten Ursachen. Die wichtigste davon ist der Erste Weltkrieg und dessen Folgen. Also die Tatsache, dass Deutschland den Krieg verloren hat
und als Folge daraus die den Deutschen aufgezwungenen Friedensverträge von Versailles, geschrieben Versailles aus dem Jahre 1919. Ich fasse die wichtigsten Punkte der Friedensverträge von Versailles nochmal zusammen. Hier die Gebietsabtretungen. Im Osten Posen, Westpreußen, Oberschlesien, im Norden Nordschleswig und im Westen. Im Westen wird das Saarland für 15 Jahre den Siegermächten unterstellt. Zweitens die Entwaffnung Deutschlands bis auf ein kleines, wirkungsloses Heer. Drittens enorm hohe Wiedergutmachungsforderungen, sogenannte Reparationsforderungen. Durch Geld und Sachleistungen sollte Deutschland, dem die volle Kriegsschuld in den Versailler Verträgen zugesprochen wurde, den Siegermächten Kriegskosten und Kriegsschäden wiedergutmachen. Ihr könnt euch vorstellen, dass diese Bedingungen Deutschland nicht nur wirtschaftlich ruiniert haben, sondern, und das war die verhängnisvollere, nachhaltigere Wirkung, das Selbstgefühl der Deutschen schwer beleidigt haben. Kommen wir nun zu den politischen Ursachen. Ja, Ulrike? Herr Zander, der Bastian pennt. Vielleicht ist er müde, muss er eben früher ins Bett gehen. Das sind ja ganz neue Ausreden. Aber wenn es interessanter wäre, dann würde er nicht schlafen. Eben. Hey, Bastian! Hey, sind wir schläfst zu Hause zu wenig? Nö, wieso? Ja, wieso pennst du denn hier? Ja, der Unterricht ist doch so tödlich langweilig, da musst du einpennen. Haben Sie gehört, Herr Zander? Tödlich langweilig. Ja, aber Inge, ich kann dir nicht mehr sagen, als dass er an der Schulhaltestelle ausgestiegen ist. Ja, soll ich ihn vielleicht in die Schulklasse nachfahren oder was? Ja, Inge, es kann doch sein, dass er ganz brav in die Schule gegangen ist. Es kann doch sein, dass unser Misstrauen für dich überflüssig ist. Lächerlich. Ja, was weiß ich. Vielleicht geht er jetzt gerne in die Schule. Ja, das. Das weiß ich doch. Ja, und soll er von einem Tag auf den anderen, nun soll er gerne in die Schule gehen, dass ich nicht lache. Heinz, du glaubst doch nicht im Ernst, dass Basti extra früher aufsteht, um in der Schule 20 Minuten auf das Erscheinen seiner Lehrer zu warten. Inge, jetzt. Ich sag dir, der ist Inge, jetzt. Ja, ja, pass auf. Wenn es dich beruhigt, dann gehen wir in die Sprechstunde in der Schule, ja? Das sagst du doch immer. Aber ich muss jetzt hier Schluss machen. Bis heute Abend, ja? Ja. Tschüss. Schulprobleme. Wir wollten zu Herrn Oberstudiendirektor Zander. Sag ihm einfach, der Kollege Götz vom Kultusministerium sei wie besprochen da. Kannst du das merken? Da will sie so ein Kultusmensch mit lauter Chinesen sprechen. Tag, Herr Götz. Da sind wir, Herr Kollege Zander. Darf ich Ihnen unsere japanischen Kollegen vom Unterrichtsministerium in Tokio vorstellen? Herr Matsui. Grüß Gott. Angenehm. Herr Shibasaki. Grüß Gott. Angenehm. Herr Ikawa. Kawa. Angenehm. Herr Kurakake. Guten Tag. Angenehm. Herr Fukayama. Guten Tag. Angenehm. Sie müssen entschuldigen, dass wir uns etwas verspätet haben. Das Beste wird sein, wir unterbrechen Sie nicht lange. Wir können uns dann danach noch in Ihrem Büro etwas austauschen. Können wir? Ach, Herr Götz, jetzt entsinne ich mich. Sie kommen wegen der internationalen Unterrichtsmitschau. Das war mir jetzt völlig entfallen.
Aber wir hatten uns doch schriftlich abgesprochen. Sie haben mir den Termin genannt. Sehen Sie hier. Sehen Sie. Es tut mir leid, Herr Kollege, aber wir müssen die Visite auf nächste Woche verschieben. Es ist heute absolut unmöglich. Das können Sie uns nicht antun, Herr Kollege Zahn. Sehen Sie, auch wenn Sie nicht auf uns vorbereitet waren. Es geht uns ja gerade um die alltäglichen Probleme und Nöte der praktischen Pädagogik. Da gerade Sie, Herr Zander, als erfahrener und auch sehr aufgeschlossener Pädagoge weit über die Sphäre Ihrer Schule hinaus bekannt sind. So leid es mir tut, Herr Götz. Bitte keine falsche Bescheidenheit, Herr Kollege. Bitte nachdenken. Dankeschön. Setzen. Ja, wenn Sie vielleicht Platz nehmen würden. Eine Couch haben wir ja auch. So. Schön. So. Die Überreste der letzten Party, was? Gefeiert muss auch werden, ne? Das sage ich auch immer. So, machen wir mal. Ja, fahren wir fort. Wo waren wir eben stehen geblieben? Ja, Ulrike? Beim Untergang des Römischen Reichs. Richtig, Ulrike. Wir wollten eben noch mal die Ursachen, die wir uns bisher erarbeitet haben, in groben Zügen zusammenfassen und in Überschriften festhalten. Es war also beileibe nicht die Übermacht der verschiedenen germanischen Stämme, also die vermeintliche Übermacht, nicht wahr, die Rom derart erschütterte. Nein, Rom zerbrach an seinen inneren Schwierigkeiten. Die da wären? Ja, Dagmar? Die Bevölkerung war des Waffendienstes entwöhnt. Gut, Dagmar. Also mit welcher Freude und Bereitschaft die Kinder ihnen Disziplin und Unterordnung ja sogar Interesse entgegenbringen, ist gerade für mich, der ich ja auch immerhin 20 Jahre im Schuldienst zugebracht habe, besonders beeindruckend. Und das in dieser schwierigen Altersstufe. Man kann sich ja schließlich sein Schülermaterial nicht aussuchen, das sage ich immer zu meinen Referendaren. Ganz enorm ist ja auch die Allgemeinbildung, die Sie den Kindern vermitteln. Die scheinen ja selbst sogar schon über den Nationalsozialismus Bescheid zu wissen. Stoff der letzten Klasse. Hallo. Hi. Hey, warum sagst du nichts? Meine Meersäure schaut astrein aus. Ehrlich? Männchen? Na klar. Und wie sieht er aus? Ja, 1A. Seid ihr ja nicht. Haben wir auch nie behauptet. Naja, also dann. Hey, wart mal wegen deiner Sau. Also, meinst du so braun-schwarz gefleckt mit das und weißen Fleck am Hals? Hübsch. Ja, und deins?
Ja, eigentlich ganz ähnlich. Ja, und auch schlank. Sind schlank. Jetzt komm mal. Ja, Moment. Kommst du heute Nachmittag mit deiner Sau? Ja, okay, wenn du zwischen. Das ist ja fantastisch, Dagmar. Was du da angebracht hast, ist tatsächlich echter Froschleich. Habe ich doch gleich gesagt. Also ich glaube es jedenfalls. Wollt ihr mal schauen? Und was soll das sein? Na, das sind Eizellen. Eier, wie Hühnereier, nur eben ganz winzig und ohne Schale von Fröschen. Ja, auch mal. Kann man das essen? Ah, Frösche, Hühner, ist doch alles der gleiche Scheiß. Man kann nicht mal zu Menschen kommen. Ja, es liegt ganz bei euch, ob ihr es machen wollt. Ja, okay. Plumpsklo! 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 Sag mal, Plumpsklo! 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 Sag mal, Plumpsklo! Plumpsklo! Wie ist denn der junge Mann? Ist das Meerschwein da hinten ein Männchen? Das Meerschwein da ist ein Frettchen. Ach so, kein Meerschwein. Ey. Ey, ist der süß. Ja, was ist das für eine? Das ist ein Chinchilla, kannst du natürlich auch haben. Aber kostet 120 Mark. Oh. Nimm mal so ein Meerschweinchen, das kriegst du für 14. Haben Sie nichts anderes? Du, also was Hübscheres als so ein Rosettenmeerschwein habe ich nicht. Du, Meerschweinchen schauen nun mal so aus. Du musst ja keins kaufen. Vielleicht magst du irgendein anderes Tier. Schau dich halt noch mal um. Nee, ich nehme schon so ein Dingsschwein. Ein Rosettenschwein? Ja. Aber ein Männchen, ganz sicher. Das drin bleiben. Jetzt geht's los. Ja, toll. Hey, Fritz. Bleib dran. Keine Angst. Schau, da ist die Susi. Hey, du sollst zu Susi gehen, nicht zu mir. Der mag dich. Ja, los. Oh, jetzt sitzt er wieder da. Der Schlafversack. Das ist ja auch dein Schwein. Hör auf, meine Susi. Ja, die piept doch auch noch rum. Ihr sollt ihn mal richtig anmachen. Susi, komm, du auch mal was. Ja, vielleicht müssen sie sich erst aneinander gewöhnen. Ja, wird schon so sein. Läuft nichts. Hey, weißt du was? Ich habe eine Idee. Ich streue ein bisschen Futter dazwischen. Oh ja, Kraftfutter. Essen für zusammen. Oh, so wie die da sitzen. Ja, haut natürlich ab. Und? Tja, und was ist? Oh Gott, ey, wenn nicht mal mehr Füttern hilft. Oh, ich glaube, Uli, der Nachwuchs kannst du schon langsam mal in den Hut stecken. Schaut ganz so aus. Ach, Fritzi, bitte, nur einmal. Komm. Blöde Sau. Also ich weiß nicht. Der Fritz, der bringt sie. Ist der immer so? Eher. Was macht sie, Fräulein Susi? Überhaupt nichts. Nein, in dem Buch steht auch nur unverständliches Zeug. Die wissen auch nur genauso viel wie wir. Vielleicht würden sie nicht, dass man ihnen zuschaut.
Warum? Nur Schweine. Jetzt sitzt er immer noch vor den Schweinen. Ich dachte, er will zusammen Hausaufgabe machen. So, machen wir doch. Schau. Sogar Fleißaufgabe im Bio. Ach, Uli, du mit deinen Geschichten. Hey, Bastian, schau mal. Kennst du die? Und ob? Sehr gut sogar. Heiler Sommer. Gibt Stunk oder was? Was hat der denn wohl erzählt? Lass mich mal. Hey, lass mich doch mal. Ja, und hier? Komm. Selbst umgehend informieren, wenn Sebastian einmal unentschuldigt ja, sagt. Ja, das ist ja nett. Und Frau Gruber, auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Herr Gruber. Schönen Dank. Ich sagte, der hat drumherum geredet. Da ist trotzdem was im Mut. Ich krieg das schon noch raus. Radke, Astrein. Okay, Luca Oat. Astrein. Jetzt kommt der Zander. Ich werde noch warten. Jetzt Zander. Oh. Lies. So, was muss Lies? Oh. Maga. Lies. Jenseits. Hey, warum Seibold? Ich hab das. Mein Gott, du Penner. Jenseits, Maga. Hey, okay. Ja, auch ganz ein Team. Zander, Mager. Da steht nichts drauf. Lies. Da gibt's hier, das ist ein schönes Gras, was euch der Onkel Unertel da gibt. Ja, braver, gell? Ihr zwei Hasen. Auch was da. Ja, der Heinzi, der muss dir auch was kriegen. Da schau her. Gell, der Grünzeug, das magst du, gell? Darfst nicht rüber zu deinen Weiber. Na ja, sei froh. Gell, da schaut er mich an, der Heinzi. Ja, ja, da muss sich der Hase strecken, gell? Schmeckt's dir? Ja. Sind Sie hier zuständig? Ja, die Kindergeber sind immer alles ja, einzeln. Ja, das sind 4 Kisten, wie bestellt. Da komme ich eine Unterschrift her, bitte. 5x60 Stück Skatepo-Arz, wie bestellt. Sind das Lehrmittel oder was? Kommen Sie sehen. Ja, Physik oder Chemie? Was weiß ich. Sie muss doch wissen, wie man das lagert. Kühl, trocken, explosiv, das muss doch wissen. Bitte schon. Mensch, geh mit. Ich habe keine Lust, allein zu gehen. Nee, ich habe keinen Bock auf solche Veranstaltungen. Notenkonferenz, wenn ich das schon höre. Bock, Schiss hast du. Dasselbe. Zicke. Geh doch mit deinem neuen Freund. Arschloch. Genau, geh doch mit deinem neuen Freund. Mann, ihr seid alle so bescheuert. Wie im Kindergarten. Notenkonferenz. Kein Zutritt für Lehrer. Die Zwerge proben den Aufstand. Pädagogisches Experiment nennt man das heutzutage. Würde mich ja schon mal interessieren, wie das da drin zugeht, wenn die Lehrer spielen. Na danke, darauf kann ich verzichten. Rüpel! Hey Uli, wie war's? Und erzähl. In allen Klassen dasselbe mit Zander. Jenseits und Mies.
Und ich glaube, wir haben so einen Durchschnitt von 5,3 ausgerechnet oder so. So was ist recht höher. Ich glaube, ich spinne. Echt? Nicht an die Spitze. Lass mich mal hinsetzen. Na, ich glaube, Rektor ist hier auch die meiste Zeit gewesen. Naja, ich würde ihn aber hart treffen. Ach Quatsch, der nimmt es doch gar nicht ernst. Ja. Naja, vielleicht kann er gar nicht anders. Vielleicht hat er Probleme zu Hause. So. Ach, der Arme. Probleme zu Hause. Ach, der Ärmste. Ja, darauf kann ein Schuss nun wirklich keine Rücksicht nehmen. Ja, genau. Da müssen wir so richtig hart durchgreifen. Voll in die Zange nehmen. Was meinst du, wie der dann spurt? In die Zange nehmen, hart durchgreifen, ein paar Sechser reinhauen. Ja, genau. Mann, bist du bescheuert. Warum? Ist doch der einzige Weg. Sollen wir euch allein lassen? Nee, ich komm schon mit. Ja, ja, ciao. Na, sie machen sich. Ein kometenhafter Aufstieg. Neun Schnitt und 10 Jahre alt. 30, dann sag mal, was soll der Blödsinn? Das bringt euch doch nichts. Ja, Sie müssen sich gerade beschweren. Sie stehen so an erster Stelle. Beschluss der Schülerversammlung. Ist doch ein guter Leistungsansporn für die anderen Lehrer. Mensch, lasst es doch. Das bringt euch doch nur Ärger. Ist doch eh nicht unsere Idee. Wir haben da so unsere Vorbilder. Vielleicht denkt ihr noch mal drüber nach. Erste Kraft, zweite Maus. Ganze Ufer zunehmend aus, ne? Schön, dass Sie das auch so sehen, Herr Dünkel. Die ich rief, die Geister, die werde ich nur nicht los. Die fortschrittlichen Herren Kollegen und Kolleginnen werden schon noch erleben, wohin das Ganze führt. Auf das Erlebnis kann ich verzichten. Dankeschön, ohne mich. Es ist höchste Zeit, dass hier jemand mal initiativ einschreitet. Offen. Es ist 5:45. Man müsste nur mal an oberer Stelle etwas verlauten lassen und der ganze Spuk wäre mit einem Mal beendet. Ich bitte dich, Winfried, es wäre doch gelacht, wenn wir das Ganze nicht intern in den Griff bekämen. Das kriegen wir schon hin, Wasserdinkel. Hier habe ich was für Sie. Ach, also das finde ich ja ganz wunderbar, dass Sie an mich gedacht haben. So viele Bücher gleich. Also was wir am meisten aus unserem guten alten Lehrerzimmer abgeben, ist unsere Kaffeemaschine. Aber bitte, Frau Kollegin. Jetzt muss ich gleich gehen. Das ist ja eine ganze Bibliothek, die Sie da zusammengetragen haben. Ach, das tat so weh. Ich habe nur eher mal die konkreten, anschaulichen Sachen mitgebracht. An abstrakter Theorie hat Ihre Klasse im Moment eh keinen Bedarf, oder? Ach, Sie können sich nicht vorstellen, was die alles an Details wissen wollen. Am liebsten noch, ob Hitler als kleiner Junge geschlagen wurde. Man möchte es nicht glauben. Ja, da lesen Sie am besten mal in der Alice Miller. Das ist ja. Da, Herr Kollege. Das ist Chemie, 12. Klasse. Ich weiß es natürlich. Immer Hühner, Eier, ausbrütet. Vielleicht, Sie haben es doch schon durchexerziert, vielleicht können Sie mir da ein bisschen mit ein paar Tipps an die Hand geben. Ja, das haben eigentlich die Kinder so ziemlich allein durchgezogen. Ich war da auch eher Laie. Aber vielleicht schicke ich ein paar Schüler von meiner Klasse in die Ehre. Die können das viel anschaulicher können vermitteln. Können Sie nicht mal ein bisschen leiser oder vielleicht woanders reden? Ich kann mich nicht konzentrieren. Also Sie haben mir so zuvorkommend ausgeholfen. Ich stelle Ihnen das Material natürlich gern bis morgen zusammen. Wenn dieser Spuk hier endlich vorbei ist, müssen wir mal klären, wer eigentlich für diese wahnwitzige Idee verantwortlich ist. Aber ich dachte, das war doch Ihre Initiative, Herr Zander. Das ging doch ausschließlich auf Ihre Kompetenz. Also Sie glauben dann im Ernst, dass ich solche Zustände wollte?
Hallo, Papa. Was machst du denn hier? Sag mal, Willi, du hast mich doch selbst herbestellt. Ach, du lieber Himmel, die Geschichtsstunde. Also, das hätte ich jetzt völlig vergessen. Weißt du was? Das lassen wir einfach ausfallen. Das haben die Kinder sicher auch vergessen. Jetzt bei dem Wetter und in der siebten Stunde kommen. Hey, Herr Zander! Haben Sie unsere Nachsitzung vergessen? Natürlich nicht. Es hat sich doch viel geändert seit meiner Schulzeit. Ja, Kinder, das müsst ihr verstehen. Es gab keine Arbeit, keinen Verdienst. Der eine Arbeit hatte, wusste täglich Angst haben, dass er sie verliert. Die Arbeitslosenunterstützung war dermaßen, eben zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Kurz und gut, und dann kommt einer, der verspricht Arbeit, Wohlstand, es geht aufwärts, und das hat man eben doch geglaubt. Aber warum hast du das geglaubt? Es waren doch alles nur leere Versprechungen. Ja genau, so dumm ist doch keiner. Ja, also hör mal, je dreckiger dir es geht, umso mehr glaubst du. Ja, und richtig gesagt, anfangs hat er ja was gemacht. Ja, aber der hat doch gar nicht verheimlicht, dass er so grausam war, wie er schon geredet hat. Ach geh, was weißt denn du, wie der geredet hat? Ja, Filme, Schallplatten, gibt's doch alles. Ja, heute sind wir auch schlauer, aber das hättest du damals mal hören sollen. Ja, freilich, hat der große Reden geschwungen über das Weltjudentum, dass das unser Unglück ist. Aber wer hat denn da daran gedacht, dass die Juden umbringen wollen? Das haben weder ich noch tausend andere gedacht. Ja, aber mitgemacht habt ihr dann doch alle. Aber Heide, also das stimmt doch überhaupt nicht. Sie müssen schon entschuldigen. Ja, jetzt lass doch, Willi. Das Mädel hat doch recht. Man hat's halt nicht wissen wollen. Ich meine, wir wissen heute auch nicht, was wir nicht wissen wollen. Ist das wirklich Ihr Vater? Ja, sicher. Kommen Sie sich sehen lassen mit. Thank you.
Christian. Es muss doch möglich sein, dass wir da offen und ehrlich drüber reden. Was? Ja, okay. Mach das Ding aus, wenn ich mit dir spreche. Was auch immer los ist mit dir in letzter Zeit, es kann doch gar nicht so schlimm sein, als dass du uns das nicht erzählen könntest. Wir sind doch nicht so. Da ist doch gar nichts, Mensch. Wir waren bei deinem Klassenlehrer. Der hat uns einiges erzählt. Was hat der erzählt? Das möchte ich jetzt endlich von dir hören. Ja, wir dürfen halt jetzt machen, was uns gefällt und nicht, was die Lehrer bestimmen. Das ist alles. Jetzt hör auf mit deinen Geschichten, die kenne ich. Ich will wissen, was du ausgefressen hast. Dein Musterschüler mit Traumschule nimmt ja keiner ab. Wenn selbst der Zander um den heißen Brei herumredet. Ach, ihr macht einen doch ganz verrückt. Warte, ich krieg das schon noch raus. Was da im Busch ist. An die letzten Skateboards. Ich habe ja gleich gesagt, dass drei mir zu wenig sind. Die anderen sind ja immer klüger müssen. Ach, Herr Zander. Na, noch einen Tag, dann haben wir es überstanden, was? Ich darf mal keine Illusionen machen, Herr Direktor.
Ich glaube, wir müssen hier schleunigst klar machen, wer hier das Sagen hat an der Schule. Sonst gibt es ein böses Erwachen. Ich hoffe doch für die Schüler. Ich sage Ihnen, Herr Zander, es ist 5:05. Ich muss leider in meine Klasse. Sie haben unsere volle Unterstützung, das Ganze sofort und mit äußerster Strenge zu beenden. Eine ganze Reihe von Kollegen steht hinter uns. Nicht wahr, Herr Dinkel? Ja, auch von den jüngeren Kollegen. Heute Abend, 20 Uhr im Sorgenbrecher, der Riesenstraße 55. Ja? Bis dann! Ich finde unsere Froschmänner sonst genauso gut haben wie ihre Kollegen in der Freiheit. Naja, ich weiß nicht. Also wie ein echten Tümpel stinkt unser Suppentopf ganz schön ab. Naja, aber dafür ist mehr Komfort. So Essen und so. Ey, der Zander gibt die Geschichtsarbeit raus. Ich glaube, das gibt was. Scheiße, Mann. Okay. Drei Einser haben wir. Immerhin. Ganz erstaunlich. Vier Zweier sind auch dabei. Fünf Dreier. Mensch, machen Sie es nicht so spannend. Ach so. Ich kann es ja auch austeilen. Und wie ist es ausgefallen? Warte vielleicht noch. Im Ganzen erstaunlich zufriedenstellend. Knapp unter 3 im Durchschnitt. Ey, Nico. Mit den üblichen Glanzleistungen natürlich. Karl Maurer, absolut ungenügend. Und dann, wie soll es anders sein? Natürlich eine ganze Reihe mäßiger Arbeiten. Ich glaube, 5 Fünfer oder so. Ausnahmsweise mal ohne Herrn Sebastian Gruber. 5 Fünfer? Heißt es, dass Sie das Klassenziel nicht erreicht haben? Das Klassenziel? Wer? Ja, lesen Sie mal die Schulordnung. Für was schreiben wir denn eine? So, eine Schulordnung habt ihr auch. Finde ich ja ganz reizend. Ja klar, hängt in jedem Klassenzimmer. Schauen Sie mal. Unter Klassenziel versteht die Schülerschaft, dass alle Schüler, den entsprechenden Stoff beherrschen, bla bla bla. Ist das nicht der Fall, so hat der Lehrer das Klassenziel nicht erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Dann habe ich also das Klassenziel nicht erreicht. Dann müsst ihr mich eben entlassen. Rauswerfen. Scheiße. Das geht doch hier nicht um Entlassen. Wir meinen bloß, es kann nicht so weitergehen mit Ihnen. Das meine ich allerdings auch. Sag mal, spinnst du in die Lehrertoilette? Noch dazu für Männer. Quatsch nicht, dafür haben sie die größten Waschbecken. Okay. Scheiße! Jetzt zappeln die irgendwo im Gulli. Also, sie sind so gemein, ey. Ich finde das so gemein. Der Schwein für Lehrer, wenn ich das erwische, dann... Sag sie mal deine Meinung. Nein, der kommt vor die Schülerversammlung. Der wird einstimmig gefeuert. Lass doch den Blödsinn.
Ich habe unter manchen Kollegen eine ganz ungute Stimmung gespürt. Die geraten durch ihre Schüler in einen richtigen Leistungsdruck. Na, und dann die Benotung, die Leistungstabelle und dieser blöde Einfall mit dem Rektor. Da geraten die in eine richtige Wut. Eine Wut? Naja, nicht alle. Ist doch klar, dass sie sich an euren Kaulquappen auslassen. Man muss froh sein, wenn es nicht noch schlimmer kommt. Aber der Zander wird sowas nicht machen. Vorbilder, an denen Sie sich orientieren können und schön, dass Sie doch noch kommen, Herr Direktor Zander. Und sprechen wir es ruhig deutlich aus. Disziplin, was an unserer Schule zurzeit als pädagogisches Experiment getan stattfindet, ist Anarchie. Die systematische Unterminierung unserer Autorität und damit unseres Schulsystems. Können Sie sich ausmalen, meine Herren, was passiert, wenn unser Schulsystem als tragende Säule unseres Staates ins Wanken gerät? Aber meine Herren, Sie malen ja eine ganze Kompanie von Teufeln an die Wand. Jetzt, da wir es fast überstanden haben. Der Meinung, dieses Inferno überstanden zu haben, war ich Ende letzter Woche schon. Allerdings. Sie übersehen eines, lieber Kollege Dinkel. Wir haben den Schülern auf deren Betteln und Bitten hin eine weitere zweite Woche zugestanden. Ich konzidiere durchaus, dass das eine Fehlentscheidung war, die mit, ich sage ausdrücklich mit, in meiner Verantwortung lag. Aber von einer Mehrheit, auch nur einer quantitativen, im Kollegium getragen. Herr Zander, wenn Sie schon selbst das Scheitern Ihres Experimentes zugeben, ist da nicht jeder Tag, jeder bisherige und jeder weitere ein Tag zu viel? Um nicht zu sagen unverantwortlich. Aber lieber Kollege Schneider, Sie scheinen immer noch nicht hinter den tieferen Sinn unseres wagemutigen Experiments gekommen zu sein. Der ist ja gerade sein Scheitern. Nicht wahr? Was glauben Sie, wie wir in der Klemme säßen, wenn alles ausgezeichnet geklappt hätte? Ich wage sogar die provokante These, dass es gefährlich gut gegangen ist. Aber keine Sorge, ich habe Tagebuch geführt. Montag nach 15 Minuten Unterricht von den Schülern abgebrochen. Dienstag 8.10 Uhr kein einziger Schüler weit und breit und so weiter und so weiter. Was wollen wir mehr? Das ist den Schülern gegenüber der klare Beweis, dass es so nicht gehen kann. Die Schüler brauchen nun mal den Druck, sonst siegt die natürliche Faulheit. Und Sie bauen darauf, dass das die Schüler auch so beurteilen? Das wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Es genügt, wenn wir es so sehen. Aber was Ihren Plan für den morgigen Freitag angeht, so halte ich ihn zwar für verständlich, aber äußerst ungeschickt. Am Montag wird all das, was Sie jetzt so als spektakulären Abbruch planen, eine Selbstverständlichkeit sein. Eben unser gewohnter, ersehnter Schulalltag. Was morgen bei den Schülern und leider auch bei gewissen Kollegen auf lautstarken Widerstand stoßen würde, ist für Montag abgemacht und wird, da bin ich sicher, ohne hörbaren Widerspruch geschluckt. Das wird höchstens in Einzelfällen an den mangelnden Fähigkeiten einzelner Kollegen scheitern, denen man dann etwas unter die Arme greifen muss. Und sowas machen die mit dem Physikmüller. Genau. Ey, am Montag haben wir auch Physik. Ja. Bin ich schon entlastet. Oder wollt ihr vielleicht noch meine Eltern in die Sprechstunde zitieren? Scheiße, sie nehmen uns gar nicht ernst. Am Montag. Ja? Am Montag, da nehme ich euch wieder richtig ernst.
Träume es sein? Das will in meinen Kopf nicht rein. Und wer so denkt, soll weiter träumen. Ich versuche meine Träume nämlich frei zu räumen. Es gibt nichts, was mich noch hält. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Ja, ich will, was mir gefällt. Ja, ich will, was mir gefällt. Es gibt nichts, was mich noch hält. Ja, ich will. Nicht um Erlaubnis fragen, ich will nicht länger artig sein. Ein Dickkopf sein, ja, das der Fall. Will machen, was mir passt. Und wenn der Rest der Welt mich hasst, was du bist für mich, weiß ich selber. Lauf der Herde nicht mehr nach, die anderen Kälber. Es gibt nichts, was mich noch hält. Schöne Grüße an den Rest der Welt. Ja, ich will, was mir gefällt. Ja, ich will, was mir gefällt. Schülerversammlung. Und hopp, raus damit. Sag mal, hast du einen Riss in der Schüssel? Kapierst du Arschloch denn immer noch nicht, worum es jetzt geht? Ach, nimm's doch nicht so tierisch, Mann. Schule, Schule, immer nur Schule. Das nervt ungemein. Wie kann man nur so bescheuert prall sein? Zimtziegel. Verstanden, was? Ja, ich hoffe doch. Dank Ihnen für die prompte Erledigung, Herr Unertel. Na, dass Sie unserer ehrenwerten Dante-Schule wieder zu Ihrem Namen verholfen haben. Gern geschehen, Herr Direktor Zander, gern geschehen. Ich sag's immer, ein zuverlässiger Hausmeister ist das Herz einer Schule. Also dann. Herr Schneider? Mal sehen. Na, gehen wir's an, was? Mit Vergnügen, Herr Direktor. Setzen. Wer fehlt? Keiner. Ja, was soll der Plunder noch hier? Und was mit der Sitzordnung?
Nicht jetzt. Morgen ist das in Ordnung. So, also, ihr habt's ja ganz schön weit getrieben. Nun, ich bin nicht nachtragend. Trotz einiger Misstöne und Entgleisungen hatte unser Rollentausch ja auch einige lehrreiche Seiten. Das gegenseitige Einfühlungsvermögen wurde erhöht, hoffe ich doch jedenfalls. Gut, nun stehen euch weniger rosige Zeiten bevor. Wir sind durch das Ganze doch mächtig in Verzug gekommen. Ich glaube, Donnerstag in einer Woche schreiben wir die Klassenarbeit. Wir beginnen mit dem Kaiserreich und enden mit dem Niedergang Roms. Zuvor vielleicht noch eine kleine, unangesagte schriftliche Stichprobe. Mal sehen. Müsst euch eben mal auf den Hosenboden setzen. Habt ihr lange genug gefaulenzt. Gut, jetzt wird der Gruber Sebastian uns auch sagen können, wo wir stehen geblieben sind. Setz dich anständig hin! Also? Beim ersten Auftreten Hitlers in München. Gruber, ich könnte dir eine mündliche 6 eintragen und einen Verweis wegen deines frechen Betragens. Ich sehe davon ab, weil ich deine engagierte Mitarbeit bei eurem selbstgewählten Geschichtsthema respektiere. Aber das ist nicht unser Stoff. Also, Gruber, wo sind wir stehen geblieben? Ich hab's doch schon gesagt. Da haben wir letzten Freitag aufgehört. Gut. Du willst es nicht anders. Ja, Ulrike? Aber Herr Zander, stimmt doch. Kann doch keiner was anders sagen. Oder? So wollte er mir also kommen. Wie so? Ja, Claudia? Ja, haben Sie sich vielleicht in der Klasse geirrt oder im Tag? Das ist aber schön, dass ich Sie doch noch treffe. Ich habe gehört, Sie geben Unterricht. Ich muss mit Ihnen unbedingt wegen Bastian sprechen. Na, alles im Griff? Alles im Griff. Thank you.
besser. Lehrerlaufbahn habe ich noch nie erlebt, dass die Kinder so interessiert und begeistert bei der Sache sind, sogar ernsthaft bei der Sache sind. Ja, dass sie sogar freiwillig zusätzlich Unterricht wollen. Sie wollten ja nicht auf uns hören. Um schneller voranzukommen. Was wird hier gespielt? Warum sind Sie nicht im Lehrerzimmer? Einen Moment bitte, ja. Was will ein Lehrer noch mehr? Ein Tollhaus, jawohl! Ein Tollhaus, ein Tollhaus! Wer ist denn jetzt hier verrückt? Na, na. Ein bisschen überspitzt war vielleicht manches. Aber so das Gefühl, das einen die Schüler brauchen... Darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Wenn Sie meine jetzt notwendigen Maßnahmen nicht unterstützen, dann werde ich Sie dem Ministerium melden. Aber Herr Zander, das wäre doch gar nicht geschickt. Wenn das jetzt im Nachhinein beim Ministerium bekannt würde, denken Sie doch an Ihren Posten. Einfach aus dem Geschichtsunterricht abhauen. Ihre Diskussionen können es wann anders führen. Wir brauchen sie doch. Das mit den Römern haben wir uns auch noch mal überlegt. Ist ja eigentlich auch ganz interessant, wenn Sie es wollen. Ja, und den Quatsch mit der Benotung muss man eigentlich auch nicht so eng nehmen. Jetzt kommen sie halt. Ja, ich komme sie halt. Glotzt uns ein halbfertiges Küken ins Gesicht, oder was? Geht. Also, meine Mutter hat gesagt, wenn ich zu Hause so weit ist, dürfen wir alle zuschauen. Hey, was? Ach so, du meinst, wenn eure Katze ihre Jungen kriegt? Ja, glaubst du denn, dass wir alle Platz haben bei euch? Ja, irgendwie wird schon gehen. Was? Euer Grund? Ja, es geht schon. Hey, Frau Radke, da tut sie mir noch gar nichts. Wie lange dauert denn das noch? Ja. Aha. Frau Kollegin. Darf ich mal durch?
vertreibe ich Sie auch nicht, Herr Direktor. Aber im Gegenteil, Frau Kollegin. Man soll auch der Neugier der Schüler keine Grenzen setzen. Montag. Ja? Am Montag, da nehme ich euch wieder richtig ernst. Scheiß Haus, aber schön.
ist mit der Durchsage wegen Montag? Bitte? Scheiße, Mann. Das muss doch irgendwie gehen. Ja, was regst du dich denn so auf, junge Frau? Am Montag wird der Zander geschmissen und sonst nichts. Der Logo, der wird gefeuert. Der hat es nicht anders verdient. Der kommt vor die Schülerversammlung. Und? Hopp! Raus damit! Hast du einen Riss in der Schüssel? Kapierst du Arschloch? 30, von sag mal, was soll der Blödsinn? Das bringt euch doch nichts. Ja, Sie müssen sich gerade beschweren. Sie stehen so an erster Stelle. Beschluss der Schülerversammlung. Ist doch ein guter Leistungsansporn für die anderen Lehrer. Mensch, lasst es doch. Das bringt euch doch nur Ärger. Ist doch eh nicht unsere Idee. Wir haben da so unsere Vorbilder. Vielleicht denkt ihr noch mal drüber nach. Der 26. Zander. Okay, ich muss das durchlesen, oder? Ich schau mal, ob es stimmt. Ja, okay. Erste Kraftke, zweite Maus. Ganze Rufe zunehmend aus, ne? Schön, dass Sie das auch so sehen, Herr Dunkel. Die, ich rief die Geister, die werde ich nur nicht los. Die fortschrittlichen Herren Kollegen und Kolleginnen werden schon noch erleben, wohin das Ganze führt. Auf das Erlebnis kann ich verzichten. Dankeschön, ohne mich. Es ist höchste Zeit, dass hier jemand mal initiativ einschreitet. Es ist 5:45. Man müsste nur mal an oberer Stelle etwas verlauten lassen und der ganze Spuk wäre mit einem Mal beendet. Ich bitte dich, Winfried, es wäre doch gelacht, wenn wir das Ganze nicht intern in den Griff bekämen. Das kriegen wir schon hin, Wasserdinkel. Hier habe ich was für Sie. Ach, also das finde ich ja ganz wunderbar, dass Sie an mich gedacht haben. So viele Bücher gleich. Also was wir am meisten aus unserem guten alten Lehrerzimmer abgeht, ist unsere Kaffeemaschine. Aber bitte, Frau Kollegin. Jetzt wollen Sie gleich tun. Das ist ja eine ganze Bibliothek, die Sie da zusammengetragen haben. Ach, das tat so weh. Ich habe nur eher mal die konkreten, anschaulichen Sachen mitgebracht. In abstrakter Theorie hat Ihre Klasse im Moment eh keinen Bedarf, oder? Ach, Sie können sich nicht vorstellen, was die alles an Details wissen wollen. Am liebsten noch, ob Hitler als kleiner Junge geschlagen wurde. Man möchte es nicht glauben. Ja, da lesen Sie am besten mal in der Alice Miller. Das ist ja da, Herr Kollege. Das ist Chemie, 12. Klasse. Theoretisch weiß ich es natürlich. Immer Hühner, Eier, aus. Nach 5 Minuten abgebrochen. So ein Penner, das ist jetzt eine geile Idee. Bio. Hey, komm, sie holen den Radgang und machen Bio. Ja. Hey, wart, komm, holen wir sie. Wir haben eine Viertelstunde, wir eilen uns. Genau, genau. 17 Minuten. Ey, wir haben eh 2 Stunden. Hey, schau mal nach den Eiern. So ein Hackmack. Das ist echt too much. Hey, zum neuen Lehrerzimmer geht doch da lang! Hey, 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 hey! Hey, Frau Radke, wir haben gerade alle unheimlich Bock auf Bio. Das wollte ich. Aber ihr habt doch sicher jetzt gerade Unterricht. Ach, das haben wir abgebrochen. Hat's mich gebracht? Ach,
Ach so, das habt ihr abgebrochen. Mhm. Ja, was ist jetzt? Haben Sie jetzt Zeit oder nicht? Ja, ihr wollt jetzt mit mir Unterricht machen? Ja, klar. Ja, was denn sonst? Sicher. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Was, Frau Radke, das schaffen Sie schon. Ja, und außerdem muss ich diese Hefte noch für die 7D korrigieren. Ja, dafür ist ja wohl der Nachmittag da. Ja, da haben Sie recht. Mensch, verfluchte Scheiße, es muss doch gehen. Es ist doch 38 Grad, Mann. Frag mich auch. Wird so also nichts. Und die Hände haben noch keinen Haar gesehen. Mann, dann machen wir halt mal jetzt auf. Dann sehen wir ja, wie weit es ist. Hey, Hatzel! Hey, du spinnst, weil dann glotzt uns so ein halbfertiges Küken ins Gesicht, oder was? Geht. Also, meine Mutter hat gesagt, wenn ich zu Hause so weit ist, dürfen wir alle zuschauen. Hey, was? Ach so, du meinst, wenn eure Katze ihre Jungen kriegt? Ja, glaubst du denn, dass wir alle Platz haben bei euch? Ja, irgendwie wird schon gehen. Was? Euer Grund? Ja, es geht schon. Hey, Frau Radke, da tut sich ja noch gar nichts. Wie lange dauert denn das noch? Ja. Aha. Kollegin. Habe ich mal durch. Vertreibe ich Sie auch nicht, Herr Direktor. Aber im Gegenteil, Frau Kollegin. Man soll auch der Neugier der Schüler keine Grenzen setzen. Das ist aber schön, dass ich Sie doch noch treffe. Ich habe gehört, Sie geben Unterricht. Ich muss mit Ihnen unbedingt wegen Bastian sprechen. Na, alles im Griff? Alles im Griff. Sie sehen das äußerst. In 10 Jahren Lehrerlaufbahn habe ich es noch nie erlebt, dass die Kinder so interessiert und begeistert bei der Sache sind. Sogar ernsthaft bei der Sache sind. Ja, dass sie sogar freiwillig zusätzlich Unterricht wollen. Sie wollten ja nicht auf uns hören. Um schneller voranzukommen. Was wird hier gespielt? Warum sind Sie nicht im Lehrerzimmer? Einen Moment bitte, ja. Was will ein Lehrer noch mehr? Ein Tollhaus, jawohl. Ein Tollhaus, ein Tollhaus. Wer ist denn jetzt hier verrückt? Na, na. Ein bisschen überspitzt war vielleicht manches, aber so das Gefühl, das einen die Schüler brauchen... Darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Jetzt bei dem Wetter und in der 7. Stunde, kommen. Hey, Herr Zander! Haben Sie unsere Nachsitzung vergessen? Natürlich nicht. Es hat sich doch viel geändert seit meiner Schulzeit. Ja, Kinder, das müsst ihr verstehen. Es gab keine Arbeit, keinen Verdienst. Der eine Arbeit hatte, wusste täglich Angst haben, dass er sie verliert.
die arbeitslosen Unterstützung war dermaßen, eben zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Kurz und gut, und dann kommt einer, der verspricht Arbeit, Wohlstand, es geht aufwärts, und das hat man eben doch geglaubt. Aber warum hast du das geglaubt? Es waren doch alles nur leere Versprechungen. Ja genau, so dumm ist doch keiner. Ja, also hör mal, je dreckiger dir es geht, umso mehr glaubst du. Ja, und richtig gesagt, anfangs hat er ja was gemacht. Ja, aber der hat doch gar nicht verheimlicht, dass er so grausam war, wie er schon geredet hat. Ach geh, okay, was weißt denn du, wie der geredet hat? Ja, Filme, Schallplatten, gibt's doch alles. Ja, heut sind wir auch schlauer, aber das hättest du damals mal hören sollen. Ja, freilich hat der große Reden geschwungen über das Weltjudentum, dass das unser Unglück ist. Aber wer hat denn da daran gedacht, dass die Juden umbringen wollen? Das haben weder ich noch tausend andere gedacht. Ja, aber mitgemacht habt ihr doch alle. Aber Heide, also das stimmt doch überhaupt nicht. Sie müssen schon entschuldigen. Ja, jetzt lass doch, Willi. Das Mädel hat doch recht. Man hat's halt nicht wissen wollen. Ich meine, wir wissen heute auch nicht, was wir nicht wissen wollen. Ist das wirklich Ihr Vater? Ja, sicher. Hm? Kommen Sie sich sehen lassen mit. Wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen. Kometenhafter Aufstieg. Moin, Schmidt und 10 Jahre alt. 30, von Gehl. Sag mal, was soll der Blödsinn? Das bringt euch doch nichts. Ja, Sie müssen sich gerade beschweren. Sie stehen so an erster Stelle. Beschluss der Schülerversammlung. Ist doch ein guter Leistungsansporn für die anderen Lehrer. Mensch, lasst es doch. Das bringt euch doch nur Ärger. Ist doch eh nicht unsere Idee. Wir haben da so unsere Vorbilder. Vielleicht denkt ihr noch mal drüber nach. Erste Kraftke, zweite Maus. Ganze Ufer zunehmend aus, ne? Schön, dass Sie das auch so sehen, Herr Winkel. Die ich rief, die Geister, die werde ich nur nicht los. Die fortschrittlichen Herren Kollegen und Kolleginnen werden schon noch erleben, wohin das Ganze führt. Auf das Erlebnis kann ich verzichten. Dankeschön, ohne mich. Es ist höchste Zeit, dass hier jemand mal initiativ einschreitet. Es ist 5:45. Man müsste nur mal an oberer Stelle etwas verlauten lassen und der ganze Spuk wäre mit einem Mal beendet. Ich bitte dich, Winfried, es wäre doch gelacht, wenn wir das Ganze nicht intern in den Griff bekämen. Das kriegen wir schon hin, Wasserdinkel. Hier habe ich was für Sie. Ach, also das finde ich ja ganz wunderbar, dass Sie an mich gedacht haben. So viele Bücher gleich. Also was wir am meisten aus unserem guten alten Lehrerzimmer abgeht, ist unsere Kaffeemaschine. Aber bitte, Frau Kollegin. Jetzt muss ich gleich gehen. Ja. Da
ist ja eine ganze Bibliothek, die Sie da zusammengetragen haben. Ach, das tat so weh. Ich habe mir eher mal die konkreten, anschaulichen Sachen mitgebracht. An abstrakter Theorie hat Ihre Klasse im Moment eh keinen Bedarf, oder? Ach, Sie können sich nicht vorstellen, was die alles an Details wissen wollen. Am liebsten noch, ob Hitler als kleiner Junge geschlagen wurde. Man möchte es nicht glauben. Ja, da lesen Sie am besten mal in der Alice Miller. Das ist ja da, Herr Kollege. Auf kann das Schulsystem nun wirklich keine Rücksicht nehmen. Ja, genau. Da muss man so richtig hart durchgreifen. Voll in die Zange nehmen. Was meinst du, der dann spurt? In die Zange nehmen, hart durchgreifen, paar Sechse reinhauen. Ja, genau. Dann bist du bescheuert. Warum? Ist doch der einzige Weg. Soll man euch allein lassen? Nee, nee, ich komm schon mit. Ja, dann ciao. Nase machen Sie. Ein kometenhafter Aufstieg. Moin, Schmidt und 10 Jahre alt. 30, von Gehl. Sag mal, was soll der Blödsinn? Das bringt euch doch nichts. Ja, Sie müssen sich gerade beschweren. Sie stehen so an erster Stelle. Beschluss der Schülerversammlung. Ist doch ein guter Leistungsansporn für die anderen Lehrer. Mensch, lasst es doch. Das bringt euch doch nur Ärger. Ist doch eh nicht unsere Idee. Wir haben da so unsere Vorbilder. Vielleicht denkt ihr noch mal drüber nach. Erste Kraftke, zweite Maus. Ganze Ufer zunehmend aus, ne? Schön, dass Sie das auch so sehen, Herr Winkel. Die ich rief, die Geister, die werde ich nur nicht los. Die fortschrittlichen Herren Kollegen und Kolleginnen werden schon noch erleben, wohin das Ganze führt. Auf das Erlebnis kann ich verzichten. Dankeschön, ohne mich. Es ist höchste Zeit, dass hier jemand mal initiativ einschreitet. Es ist 5:45. Man müsste nur mal an oberer Stelle etwas verlauten lassen und der ganze Spuk wäre mit einem Mal beendet. Ich bitte dich, Winfried, es wäre doch gelacht, wenn wir das Ganze nicht intern in den Griff bekämen. Das kriegen wir schon hin, Wasserdinkel. Hier habe ich was für Sie. Ach, also das finde ich ja ganz wunderbar, dass Sie an mich gedacht haben. So viele Bücher gleich. Also was mir am meisten aus unserem guten alten Lehrerzimmer abgeht, ist unsere Kaffeemaschine. Aber bitte, Frau Kollegin. Jetzt muss ich gleich tun. Das ist ja eine ganze Schule. Einen Augenblick bitte, kleinen Moment. Ist ja in Ordnung, Meister. Geht ja in Ordnung. Augenblick.
Fassen wir noch mal zusammen. Die Ursachen für das Erstarken des Nationalsozialismus lassen sich in historische, politische, wirtschaftliche und soziale einteilen. Ich kläre das gleich noch mal. Unter den historischen Ursachen verstehen wir die in der Geschichte begründeten Ursachen. Die wichtigste davon ist der Erste Weltkrieg und dessen Folgen. Also die Tatsache, dass Deutschland den Krieg verloren hat und als Folge daraus die den Deutschen aufgezwungenen Friedensverträge von Versailles, geschrieben Versailles aus dem Jahre 1919. Ich fasse die wichtigsten Punkte der Friedensverträge von Versailles nochmal zusammen. Hier die Gebietsabtretungen. Im Osten Posen, Westpreußen, Oberschlesien, im Norden Nordschleswig und im Westen. Im Westen wird das Saarland für 15 Jahre den Siegermächten unterstellt. Zweitens die Entwaffnung Deutschlands bis auf ein kleines, wirkungsloses Heer. Drittens enorm hohe Wiedergutmachungsforderungen, sogenannte Reparationsforderungen. Durch Geld und Sachleistungen sollte Deutschland dem die volle Kriegsschuld in den Berg... 5-3, ja? Mensch, machen Sie es nicht so spannend. Ach so. Ich kann Sie auch austeilen. Und wie ist so ausgefallen? Warte vielleicht noch. Im Ganzen erstaunlich zufriedenstellend. Knapp unter 3 im Durchschnitt. Ey, Nicole. Mit den üblichen Glanzleistungen natürlich. Kamaurer, absolut ungenügend. Und dann, wie soll es anders sein? Natürlich eine ganze Reihe mäßiger Arbeiten. Ich glaube, 5-5er oder so. Ausnahmsweise mal ohne Herrn Sebastian Gruber. 5-5er? Heißt das, dass Sie das Klassenziel nicht erreicht haben? Das Klassenziel? Wer? Ja, lesen Sie mal die Schulordnung. Für was schreiben wir denn eine? So? Eine Schulordnung habt ihr auch? Finde ich ja ganz reizend. Ja, klar. Hängt in jedem Klassenzimmer. Schauen Sie mal. Unter Klassenziel versteht die Schülerschaft, dass alle Schüler den entsprechenden Stoff beherrschen, bla bla bla. Ist das nicht der Fall, so hat der Lehrer das Klassenziel nicht erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Dann habe ich also das Klassenziel nicht erreicht. Müsste mich eben entlassen. Rauswerfen. Scheiße. Das geht doch hier nicht um entlassen. Wir meinen bloß, es kann nicht so weitergehen mit Ihnen. Das meine ich allerdings auch. Sag mal, spinnst du in die Lehrertoilette? Noch dazu für Männer. Quatsch nicht, dafür haben sie größten Waschbecken. Okay. Scheiße! Jetzt zappeln die irgendwo im Gulli. Also, sie sind so gemein, ey. Ich finde das so gemein. Der Schwein für Lehrer, wenn ich das erwische, dann... Sag's ihm halt deine Meinung. Nein, der kommt vor die Schülerversammlung. Der wird einstimmig gefeuert. Lass doch den Blödsinn. Ich hab unter meinem... Mir Unterricht machen. Ja, klar, aber was denn sonst? Sicher. Ich bin überhaupt nicht vorbereitet. Was, Frau Radke, das schaffen Sie schon. Ja, und außerdem muss ich diese Hefte noch für die 7D korrigieren. Ja, dafür ist ja wohl der Nachmittag da. Ja, genau, da haben Sie recht. Mensch, verfluchte Scheiße, es muss doch gehen, es ist doch 38 Grad, Mann. Frag mich auch. Wird so und so nichts. Und die Hände haben noch kein Haar gesehen. Mann, dann machen wir halt mal jetzt auf. Dann sehen wir ja, wie weit es ist. Hey, Axel! Hey, du spinnst, weil dann glotzt uns ein halbfertiges Küken ins Gesicht, oder was? Geht.
Also meine Mutter hat gesagt, wenn ich zu Hause so weit ist, dürfen wir alle zuschauen. Ach so, du meinst, wenn eure Katze ihre Jungen kriegt? Ja, glaubst du denn, dass wir alle Platz haben bei euch? Ja, irgendwie wird schon gehen. Was? Euer Wohnzimmer? Ja, es geht schon. Hey, Frau Radke, da tut sich ja noch gar nichts. Wie lange dauert denn das noch? Ja. Aha. Frau Kollegin, darf ich mal durch? Vertreibe ich Sie auch nicht, Herr Direktor. Aber im Gegenteil, Frau Kollegin. Man soll auch der Neugier der Schüler keine Grenzen setzen. Sorgenbrecher, der Riesenstraße 55. Ja? Bis dann! Ich finde unsere Froschmänner sonst genauso gut haben wie ihre Kollegen in der Freiheit. Naja, ich weiß nicht. Also wie einen echten Tümpel stinkt unser Suppentopf ganz schön ab. Naja, aber dafür ist mehr Komfort. So Essen und so. Ey, der Zander gibt die Geschichtsarbeit raus. Ich glaube, das gibt was. Scheiße, Mann. Okay. Drei Einser haben wir. Immerhin. Ganz erstaunlich. Vier Zweier sind auch dabei. Fünf Dreier. Mensch, machen Sie es nicht so spannend. Ach so. Ich kann es ja auch austeilen. Und wie ist so ausgefallen? Warte vielleicht noch. Im Ganzen erstaunlich zufriedenstellend. Knapp unter drei im Durchschnitt. Ey, Nico. Mit den üblichen Glanzleistungen natürlich. Kamaura, absolut ungenügend. Und dann, wie soll es anders sein? Natürlich eine ganze Reihe mäßiger Arbeiten. Ich glaube, fünf Fünfer oder so. Ausnahmsweise mal ohne Herrn Sebastian Gruber. Fünf Fünfer? Heißt es, dass Sie das Klassenziel nicht erreicht haben? Das Klassenziel? Wer? Ja, lesen Sie mal die Schulordnung. Für was schreiben wir denn eine? So? Eine Schulordnung habt ihr auch? Finde ich ja ganz reizend. Ja, klar. Hängt in jedem Klassenzimmer. Schauen Sie mal.
Unter Klassenziel versteht die Schülerschaft, dass alle Schüler den entsprechenden Stoff beherrschen, bla bla bla. Ist das nicht der Fall, so hat der Lehrer das Klassenziel nicht erreicht. Sehr gut. Sehr gut. Befestigt. Ordnungsfanatiker. Du spinnst, ja. Spinnst, das gibt's ja gar die nicht. Die wollten auch keinen Mann, oder? Ich find scheiße, wenn wir alle durcheinander reden. Warum bist du tierisch? Ja, was ist sag halt. Ja, schau doch mal die Herrscher an. Oder die Könige, die haben doch immer toll gelebt. Das Volk hat immer bloß den Krieg gemacht. Ja, eben. Denk doch bloß an die Römer. Oh, lass mich bloß mit den Römern in Ruhe. Bei denen war doch sowieso alles anders. Deswegen haben wir doch hinten angefangen. Stimmt, da ist halt jetzt sein Job nicht geerbt. Ja. Die Leute haben ja gewählt. Guten Morgen. Na, also. Das finde ich ja prima, dass ihr schon ohne mich angefangen habt. Woran knabbern wir denn gerade? Hm? Ja, haben Sie uns gar nichts zu sagen. Was? Sie trudeln hier eine halbe Stunde zu spät ein und tun so, wie gar nichts wäre. Also 15 Minuten sind bitteschön keine halbe Stunde. Ja, ist es nichts? 17 Minuten und 37 Sekunden, genau. Es tut mir ja leid. Also, das war wohl ein Defekt bei den Verkehrsbetrieben. Ja. Ja, der Bus ließ auf sich warten. Kam einfach nicht. Also bitte, ja? Also sowas muss man schon mit einberechnen, Herr Zander. So kommen wir in Geschichte nie weiter. Der Projektor ist schon aufgebaut. Ja, wofür? Ja, für die Propagandafilme, Herr Zander. Ich dachte, das war doch nicht für heute anberaumt. Ich glaube, mein Ohrwurm kichert. Mensch, das haben wir doch ausgemacht. Also, ich hatte so viel Arbeit. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich hab's sozusagen einfach vergessen. Ist doch eher als beschluckt hier. Ich geh jetzt. Aber bitte. Du bleibst da. Bleib ich eben da. Das wollen sie doch gerade, dass wir heimgehen, du Hirni. Ja, das machen wir jetzt. Ach ja, sie sollten uns doch eh noch die Geschichten von den Familien erzählen, die mit den Hitler überhaupt nichts an Hut hatten und ihn dann trotzdem gewählt haben. Ja, Kinder, das ist ja ganz nett, so eine Idee. Hat er bestimmt auch nicht gemacht, der Penner. Aber den Lauf der Geschichte kann man wirklich nicht derartig aus seiner historischen Bedingtheit herauslösen, wie ihr euch das vorstellt. Dann gute Nacht, Freunde. Um die Ereignisse von 1933 richtig einzuordnen, müssen wir wesentlich früher ansetzen. Bei den Römern? In gewisser Weise ja. Das ist jedenfalls eine sehr interessante Fragestellung. Ach, Sie wollen sich doch bloß über Ihre schlecht. Tag, Frau Horn. Grüß Sie. Hier habe ich was für Sie. Ach, also das finde ich ja ganz wunderbar, dass Sie an mich gedacht haben. So viele Bücher gleich. Also, was mir am meisten aus unserem guten alten Lehrerzimmer abgeht, ist unsere Kaffeemaschine. Aber bitte, Frau Kollegin. Das ist ja eine ganze Bibliothek, die Sie da zusammengetragen haben. Ach, das tat so weh. Ich habe mir eher mal die konkreten, anschaulichen Sachen mitgebracht. In abstrakter Theorie hat Ihre Klasse im Moment eh keinen Bedarf, oder? Ach, Sie können sich nicht vorstellen, was die alles an Details wissen wollen. Am liebsten noch, ob Hitler als kleiner Junge geschlagen wurde. Man möchte es nicht glauben. Ja, da lesen Sie am besten mal in der Alice Miller. Das ist ja da, Herr Kollege. Das ist Chemie, 12. Klasse. Was seine lieben Kleinen in den deutschen Deutschen wissen wollen. Immer Hühner, Eier, Ausbrüte. Vielleicht, Sie haben es doch schon durchexerziert, vielleicht können Sie mir da ein bisschen mit ein paar Tipps an die Hand geben. Ja, das haben eigentlich die Kinder so ziemlich allein durchgezogen. Ich war da auch eher Laie.
Aber vielleicht schicke ich ein paar Schüler von meiner Klasse in die Ihre. Die können das viel anschaulicher vermitteln. Können Sie mich mal ein bisschen leiser oder vielleicht woanders reden? Ich kann mich nicht konzentrieren. Also Sie haben mir so zuvorkommend ausgeholfen. Ich stelle Ihnen das Material natürlich gern bis morgen zusammen. Wenn dieser Spuk hier endlich vorbei ist, müssen wir mal klären, wer eigentlich für diese wahnwitzige Idee verantwortlich ist. Aber ich dachte, das war doch Ihre Initiative, Herr Zander. Das ging doch ausschließlich auf Ihre Kompetenz. Also Sie glauben dann im Ernst, dass ich solche Zustände wollte? Was machst du denn hier? Sag mal, Willi, du hast mich doch selbst herbestellt. Ach, du lieber Himmel, die Geschichtsstunde. Also, das hätte ich jetzt völlig vergessen. Weißt du was? Kommen Sie sehen. Ja, Physik oder Chemie? Was weiß ich? Sie muss doch wissen, wie man das lagert. Kühl, trocken, explosiv, das muss doch wissen. Bitte schon. Mensch, geh mit. Ich habe keine Lust, allein zu gehen. Nee, ich habe keinen Bock auf solche Veranstaltungen. Notenkonferenz, wenn ich das schon höre. Bock, Schiss hast du. Dasselbe. Zicke. Geh doch mit deinem neuen Freund. Arschloch. Genau, geh doch mit deinem neuen Freund. Mann, ihr seid alle so bescheuert. Im Kindergarten. Notenkonferenz. Kein Zutritt für Lehrer. Die Zwerge proben den Aufstand. Pädagogisches Experiment nennt man das heutzutage. Würde mich ja schon mal interessieren, wie das da drin zugeht, wenn die Lehrer spielen. Na danke, darauf kann ich verzichten. Hey, Uli, wie war's? Und, erzähl. In allen Klassen dasselbe mit Zander. Jenseits und mies. Und ich glaube, wir haben so einen Durchschnitt von 5,3 ausgerechnet oder so. Und sowas ist recht höher. Ich glaube, ich spinne. Echt, nicht an die Spitze. Lass mich mal hinsetzen. Ja, ich glaube, Rektor ist hier auch die meiste Zeit gewesen. Naja, ich bin aber hart treffen. Ach Quatsch, der nimmt es doch gar nicht ernst. Ja. Naja, vielleicht kann er gar nicht anders. Vielleicht hat er Probleme zu Hause. Ach, ja. Der Arme. Probleme zu Hause. Ach, der Ärmste. Ja, darauf kann es Schuss sind nun wirklich keine Rücksicht nehmen. Ja, genau. Da muss man so richtig hart durchgreifen. Voll in die Zange nehmen. Was meinst du, wie der dann spurt? In die Zange nehmen, hart durchgreifen, ein paar Sechse reinhauen. Ja, genau. Warum bist du bescheuert? Warum? Ist doch der einzige Weg. Sollen wir euch hereinlassen? Nee, nee, ich komm schon mit. Ja, ja, ciao. Na, Sie machen sich. Ein kometenhafter Aufstieg. Neun Schnitt und 10 Jahre alt. 30. Sag mal, was soll der Blödsinn? Das bringt euch doch nichts. Ja, Sie müssen sich gerade beschweren. Sie stehen so an erster Stelle. Beschluss der Schülerversammlung. Ist doch ein guter Leistungsansporn für die anderen Lehrer. Sogar Fleißaufgabe im Bio. Ach, Uli, du mit deinen Geschichten. Hey, Bastian, schau mal. Zeig mir das. Kennst du die? Und auch. Sehr gut sogar. Hey, lass es auch mal schauen. Gibt's Stunk oder was?
Was hat der denn wohl erzählt? Nee, lass mich mal. Hey, lass mich doch mal. Ja, wir? Komm. Ich würde Sie selbst umgehend informieren, wenn Sebastian einmal unentschuldigt sagt. Ja, das ist ja nett. Frau Gruber, auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen, Herr Gruber. Schönen Dank. Wiederschauen. Ich sagte, der hat drumherum geredet. Da ist trotzdem was im Mut. Ich krieg das schon noch raus. Seibold. Seibold. Okay. Radke, Astrein. Okay, ein Chaot. Astrein. Jetzt kommt der Zander. Ist das? Warte, ich bin schnell. Das ist Zander. So, was muss das? Oh. Mager. Mies. Seibold. Hey, warum Seibold? Ich hab das. Mein Gott, die Pferde. Jenseits, Mager. Hey, okay. Ja, okay. Ein Team. Zander, Mager. Scheiße, Mies. Da steht nichts drauf. Mies. Da gibt's hier, das ist ein schönes Gras, was euch der Onkel Unertel da gibt. Ja, braver, gell? Ihr zwei Hosen. Auch was da. Ja, der Heinzi, der muss ja auch was kriegen. Da schau her. Gell, der Grünzeug, das magst du, gell? Darfst nicht rüber zu deinen Weiber. Na ja, sei froh. Gell, da schaut er mich an, der Heinzi. Ja, ja, da muss sich der Hase strecken, gell? Schmeckt's dir? Ja. Sind Sie hier zuständig? Ja, die Kindergeber sind immer alles einzeln. Ja, das sind 4 Kisten. Wie bestellt, bekomme ich eine Unterschrift hier, bitte. 5x60 Stück. Ach, Herr Zander, das ist aber schön, dass ich Sie doch noch treffe. Ich habe gehört, Sie geben Unterricht. Ich muss mit Ihnen unbedingt wegen Bastian sprechen. Na, alles im Griff? Alles im Griff. Sie sehen das aus. In 10 Jahren Lehrerlaufbahn habe ich es noch nie erlebt, dass die Kinder so interessiert und begeistert bei der Sache sind. Sogar ernsthaft bei der Sache sind. Ja, dass sie sogar freiwillig zusätzlich Unterricht wollen. Sie wollten ja nicht auf uns hören. Um schneller voranzukommen. Was wird hier gespielt? Warum sitzt sie nicht im Lehrerzimmer? Einen Moment bitte, ja. Was will ein Lehrer noch mehr? Ein Tollhaus, jawohl! Ein Tollhaus, ein Tollhaus!
Wer ist denn jetzt hier verrückt? Na, na. Ein bisschen überspitzt war vielleicht manches. Aber so das Gefühl, das einen die Schüler brauchen... Darf ich Sie darauf aufmerksam machen? Wenn Sie meine jetzt notwendigen Maßnahmen nicht unterstützen, dann werde ich Sie dem Ministerium melden. Aber Herr Zander, das wäre doch gar nicht geschickt. Wenn das jetzt im Nachhinein beim Ministerium bekannt würde. Aber hauptsächlich das nächste Jahr von Anfang an auf dem Hosenboden. Na? Wen haben wir denn da? Die Radke, Bettina. Weiter so, Bettina. Kann ich stolz auf dich sein. Tja. Und jetzt noch? Der Zander, Willi. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Du bist der Einzige, der es nicht geschafft hat. Aber das geht doch gar nicht. Ich meine, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Klassenlehrer. Wir haben uns einiges erzählt. Was hat der erzählt? Das möchte ich jetzt endlich von dir hören. Ja, wir dürfen halt jetzt machen, was uns gefällt und nicht, was die Lehrer bestimmen. Das ist alles. Jetzt hör auf mit deinen Geschichten, die kenne ich. Ich will wissen, was du ausgefressen hast. Dein Musterschüler mit Traumschule nimmt ja keiner ab. Wenn selbst der Zander um den heißen Brei herumredet. Ach, ihr macht einen doch ganz verrückt. Warte, ich krieg das schon noch raus. Was da im Busch ist. An die letzten Skateboards. Ich habe ja gleich gesagt, dass drei mir zu wenig sind. Die anderen sind ja immer klüger müssen.
Komm rein. Wird sich freuen.